Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA 5 mit dir hier und bei uns. Meine Fresse, was für eine letzte Folge haben wir denn da hinter uns gehabt? Nicht nur, dass der Trevor seine erste Wohlliebe zurückgeben musste, die 30 Jahre älter ist, glaube ich, als er, soweit ich jetzt verstanden habe. Nein, wir haben auch eine actiongeladene Mission hinter uns mit Nervengift oder was auch immer das war. So. Und jetzt begeben wir uns... Ach, verdammt, ich wollte gar nicht... falsch gefahren. So, ich wollte gar nicht zu dem Missionsziel hier. Ich wollte dahin. Das T ist jetzt da. D, sollen wir mal was mit dem Franklin machen? Das F hier oben ist jetzt weg. Okay. Ich weiß nicht, ob zeitbegrenzt ist. Ich habe keine Ahnung. Mach mal Trevor. Komm, mach mal noch eine Trevor-Mission. Trevor. So, dafür haben wir wieder 4 Kilometer vor uns. Weil ich mich auch noch verfahren habe. Huch. Hermionation, wir sind stolz, unserem Kunden das MG anbieten zu können. Verschiedene Farbtöne zur Auswahl sowie neue Waffentypen. Oh, Alter, ich habe immer diese ganzen Nachrichten hier. Neue Ware für Schimmlern eingetroffen. MG, Minigun, Elektroschocker und Fallschirme. Wir sind stolz, unsere Kunden das MG anbieten zu können. Verschiedene Farbtöne stehen zur Auswahl, sowie folgende Zubehör, größere Magazine, Zielfernrohre, boah, zu fahren und leicht zu lesen, ist ein bisschen cliffig. Es hieß, das sei nicht zu schaffen, es hieß, das dürfte nicht sein und dennoch, wir bieten jetzt die Minigun an all unseren Ammunitions-Läden an. Verschiedene Farbtöne zur Auswahl, hohe Nachfrage, also gleich hin, Ammunition-Partner vor Ort, zuschlagen am besten noch heute. So, Moment, diese nicht tödliche Waffe ist derzeit. Elektroschocker ist auch verfügbar. Verschiedene Waffen haben da einfach. Verfahren und dann können Fallschirme anbieten zu verschiedenen Preisen. Ja, okay. Okay. So. Weil mir fiel nämlich ein, als ich die Folgen geschnitten habe, mit dem Trevor haben doch noch diese Kopfgeldmission. Wo wir bestimmte Leute ausschalten müssen. Boah, fuck the shit, man. Ja, jetzt willst du mich ärgern, oder was? Junge. Okay, gleich mache ich den Agro-Modus. Du gehst mir den Kran voll auf den Sack. Deine Karre, wa? Was hast du davon? Okay, jetzt haben wir ein Problem. Oder auch nicht. Ach so, die Polizei ist gar nicht hinter uns her. Auch nicht schlecht. So. So hat sich das Problem halt von alleine erledigt. Oh, nicht schon wieder. Mensch, der tankt mir doch schon. Na und? Ich mag halt eine Hit-Parade. Ja, super lustig. So, jetzt habe ich ja alles stehen bei mir hier. Oh, verdammt. Oh, da habe ich auch noch gegen das Mikrofon. Meine Fresse, so. Ich sitze hier nämlich gerade ein bisschen krumm. Aber warum ich jetzt gegen alles Mögliche fahre, kann ich euch auch nicht verraten. Das liegt nicht an mir, das liegt am Controller. Das liegt vollkommen am Controller. Ja, ja, das ist die Lösung. Es ist für immer alles die anderen schuld. Oh mein Gott. So. Mensch. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet, aber zumindest können wir uns nach der letzten Mission wieder hier in Los Santos frei bewegen, ohne von den Matrazos Lakaien da verfolgt zu werden. Aber ich finde das irgendwie seltsam. Was der Matrazo hier plötzlich so eingeknickt ist. Ich glaube, auch er will nur seine gewisse Art von Frieden. Aber ich bin echt überrascht, dass der Trevor dem das Ohr abgerissen hat. Ich habe gedacht, er hätte ihn K.O. geschlagen oder sowas. Aber okay. So. Wir haben auch für den Franklin lange keine Mission mehr erhalten von diesem komischen Typen, der da immer Drogen verkaufen will oder legalisieren. Ach so, wir sind hier. Ach, okay. Ich hab den Moment. Ah, die Treppe zu treffen ist manchmal echt eine Kunst. So, hep, hep, hep.
That's a funny way to greet your cousin. You ain't my G-damn cousin, Trevor. I thought we was family. But please, just go and ruin somebody else's home furnishings. Who the F is that, Floyd? No one, my sweet. Hey, by any chance, did you catch crabs at that conference? Floyd! I heard that those conferences are regular little fuckfest, huh? Guy, come in. I'd like you to leave right now. Oh, yeah. Some serious corporate gangbanging going on, right? Yeah, with every executive and director of communications from here to Bangalore taking it left, right, and center in the name of team training, right? I mean, now that's what Floyd told me yesterday as he was staring at my my penis. I want you to leave now! Look, this is all I've got, all right? I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me, okay? Now look, Deborah, I love you and I love you too, Floyd. Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays, you can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, is normal so good, huh? Look, Deborah, Floyd, will you marry me? Get out of my condo! And you go too, Floyd! I told you, I've got a career! I don't need this crap! Yes! There. You made me swear. You're crap, Floyd. Crap! You're not a man at all. Bob's right about you. Oh, who's Bob? I want both of you to go now. You and your weird friend. Whoa! Hey! My name is Trevor, sweetheart. I could give a fuck what your fucking name is! I'm not afraid to use this. I'm not. Bob taught me. Fuck Bob! You people are not very fucking nice! Uh-oh. Uh-oh. Ach du Scheiße! Oh, hey there, Trevor! Hey there, Wade. Did you meet Deborah? Ooh, interesting lady. I should probably go say hi. I wouldn't. Why not? Let's go get in the car, all right? Let's go have the time of our lives. Ach du Scheiße. I know just the place. Ach, ein Teddybär vorne drin. Ach, wie sweet. Ach, das ist doch der Teddybär von Deborahs Haus. So, fahren wir mal zum Stripclub. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich kann Floyd und Deborah. I know she seems kind of uptight, but she can have fun. No, I don't think she can, Wade. Just Floyd then? Floyd's gonna meet us there. Boys trip. Exactly. Oh, Trevor, what have you got all over yourself? You're all red. You got syrup? Yeah. Syrup. Accident. We've all been there. We sure have, but it don't taste like Trevor! But it don't taste like syrup. Don't taste me, all right? Just no licking. Okay. Hey, you remember when we met? Sure. Last year. I was on the way to the gathering with Daisy Bell and Kush Chronic and... And you stopped in Sandy Shores to get lit, and you met a dealer, and he looked after you when your friends had abandoned you. That was weird, weren't it? The last time I saw him, it was with you, driving out to a quarry, and then they just disappeared. Poof, right? I mean, they were gone. Some friends, right? And now Cousin Deborah don't want you around? I mean, there's a pattern here. The condo did get messy. The pattern is, you can't rely on anyone. Anyone except me. Sprecherautos, in dem Susi in Sparkbuchsen neben den Musterblock ablegst. Auch gut. He's a real homebody. He loves that apartment. Interestingly, you and me, we got a new home. Where? Here. Right here. Here? Here. Now, I know it's unconventional, but that's the way we roll, homie. Hey, you two. I want you to give this boy a good time
for a long time. Hey, gorgeous, 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 gorgeous. Tell me where the manager is for this fine establishment. Through there and take two doors to the right. Mm-hmm. Through there. To the right. Thank you. Amigo! Prepare to meet your new partner. Uh-oh. Ach so, okay, ich dachte schon, jetzt wäre wieder was. Da wechseln wir den Charakter. Und wechseln zum Franklin. Ich glaube zum Michael, ja. Hey, Lester. Hey, Trevor just called about the big one, the UD. You know anything? Yeah, I told him we could hit it. You down? Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taken over the Vanilla Unicorn Gentleman's Club. All right, message Franklin. So, das große Ding. Bestanden. Feierabend. 3 Minuten 22 haben wir erfüllt. Das war auch nicht sonderlich schwer und Gold damit abgeschlossen. Naja, okay. Das war nicht sonderlich schwer. Das möchte ich nochmal hier bemerken. Nicht sonderlich schwer. So, wo sind eigentlich... Nett. Wir hatten noch 2 Karren. Ah, super. Na gut. Wow. Allerdings ist, ich habe ja gesagt in der letzten Folge oder einer der letzten Folgen, ich weiß das gar nicht mehr, hier ist noch eine Mission für Trevor, dass wir hier ein Frühlingsupdate erhalten haben. So, es soll einen neuen Sportwagen geben, den Peganini, also nicht Pegani, sondern Peganetti oder so, ich weiß den Namen jetzt nicht ganz genau. Ungefähr so soll er heißen. Irgendwas mit P und Italienisch. Alter, was ist denn das hier für ein Düsenantrieb? Ist das ein Elektroauto oder was? Nein, es ist ein Düsenantrieb. Piu, piu. Sieht aber ein bisschen aus wie ein Lotus, muss ich ehrlich sein. Soll wahrscheinlich auch einer sein. So, das ist nämlich eine Anlehnung an einen Pagani. Habe ich selbst noch nicht gesehen. Ich bin mal gespannt. So, natürlich die Garage besuchen. Weil wir letztes Mal, als das Business-Update gekommen ist, hatten wir ja auch das schöne Vergnügen, dass wir die Fahrzeuge kostenlos hier im Story-Modus erhalten haben. So, um diese Fahrzeuge zu überlassen, ja, das ist mir schon klar. Was haben wir denn hier? Ah, hier ist der Sportwagen. Nice. So, haben wir jetzt oft genug gesagt. Super nice. Warum ist denn die Karre jetzt hier? Okay, so, wo ist denn der? Ach, okay, den haben wir hier doch nicht bei. Schade, wirklich schade. Ich dachte, der wäre hier bei. Der hieß irgendwas mit Pegani. Also nicht Paradise, aber wir haben ja auch nicht alle. Schade. Gut, wechseln wir trotzdem mal das Fahrzeug. Nehmen wir mal den Turismo hier. Oder Turismo R oder wie der hieß. Genau, Grotti Turismo R. Auch bekannt als McLaren. Vielleicht auch ein Zonda, aber ich bin mir da nicht so wichtig. Bin mir nicht so sicher, so. So, fahren wir mal zum Tee wie Trevor Lester. Obwohl es da wieder schon um Trevor geht. Moment. Das irritiert mich gerade. Das irritiert mich etwas. Da oben haben wir wieder das F für den Franklin. Ich fahre einfach mal zum Tee, kann ja nicht so falsch sein. So. Rum, rum, rumba. So. Und dank dem neuen Aufnahmeverfahren kann ich nämlich auch mal so fahren. Da ist das nicht so verschwommen, das Bild. So. Bam. Da haben wir mal kurz die Leitplanke verwendet. Jetzt sag nicht, das Rad ist vorne platt. Nee, ist es nicht. Wirkte für einen Moment so. Mach mal einfach mal die Stadt hier unsicher. Aha. So, im Stripclub. So.
Oh, ja, ja, ja. Also eins kann ich mal sagen, die Fahrzeuge driften nicht schön. Ach so, im Stripclub wahrscheinlich. Okay. Warum habe ich das Gefühl, der Trevor hat sich den Stripclub angeeignet? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube... So, parken wir mal hier. Irgendwo in der Nische soll man parken. Wo ist denn hier so eine Nische? Keine Ahnung. So, parken wir einfach mal hier. Unsere Polo-Karre. Was will denn der Trevor jetzt von uns? Warte mal, was? Da war doch der. Ach, da ist er doch. Hi. Er hat seine Freude. warum die den wohl antanzen, wenn er gehen will? Ach so, hinten muss ich raus. Ah, okay. Aha, mhm. Aha, so. Die Frage ist nur, ob er das vorher schon nicht wusste. So, was haben wir denn hier? Ein Teddy, auch nett. Aha, okay. Mhm, mhm. Aha. Und heute als Stargast Michael auf der Tanzfläche. Nein. So, wir haben auch mal eine lustige Idee. Before you ask, the fridge is broken. That's all right. I've had enough of your hospitality already. I have changed my ways, all right? Huh? Yeah, I'm done with that crazy shit, all right? I want to square things away with Meriwether, make sure the agency ain't coming back after us, and then do one last big score, and then you get to go back with your family. Me, I'm just gonna live here. I'm gonna run this good business, showing people a good time. Bust Brad out of prison, and then, you know, happy. So how'd you come by this place anyway? I've had it for ages. So you must know Leon, the old manager. Leon? No. Yeah, whatever, man. So what's going on here? What's going on is the big one. A long, long time ago in a faraway place, there were three guys. Michael, Trevor, and Lester. And Brad? Yeah. Sure, Brad was there sometimes as well. I mean, there were other guys, though, too. So, anyway, we robbed and lied and we hurt people. Pretty much lived a low-life kind of existence. But always dreaming of one thing and one thing only. The big one. The big one. The big one! What is the big one? The Union Depository. Around 200 million in gold bricks, all taken from kindly Uncle Sam, who will spend the rest of our lives being hunted by government officials if we live through the attempt. But! What? It'll be my, our masterpiece. So, gentlemen, let's do our civic duty and get out there and find some gainful employment. This way. Let's go. Big one. So, Test 3, 2, 1, okay. Steig ins Auto, ja, werden wir natürlich machen. Das war schon so offensichtlich, dass der Trevor hier so ein bisschen Probleme hat. So. Ich frag mich gerade, wo der das Auto her hat. Yeah, you know, getting a feel for it. Security, exit routes, general vibe. Alright. That doesn't look like much. Drücke, um den Bankeingang zu betrachten. We send in a couple of sprung niggas, clap clap. What are you talking about, Frank? Oh, I see it. Man, getting in the door is easy.
It's a standard bank. It's getting underground, that's hard. Ain't that where the metal's kept? Right. Now we gotta stop outside the Arcadia Center down on Alta Street. We can get a view of the back from there. So, Kundschaft den Hintergang Gang aus. Gang. Hey man, you might not notice it, but I picked up a few things rolling with you. I mean, there's times I think I gotta be the senior partner in the group. From the way you and Trevor behave. Ah, sorry. There's history there. Yeah, it still ain't fully been explained to me though. No? But remind me to go over with you again sometime. But not now. Look, dawg, light again, man. Yeah, fucking eerie, ain't it? Man, you think they put more than one motherfucker on our national fucking reserves? Yeah, huh? Maybe we really are broke. Trevor, how are you doing? Trevor Lehr. Like clockwork, Mikey. Like clockwork. So, wir haben 13:05 oder so. You mentioned a job before. Something I could help you with. I ain't even talked to Mike about it yet, but he's gonna be on board. He's obligated. What is it? Ain't it obvious? Bustin' Brad out of the clink. Why don't you talk to Michael about it? Oh, fine. Shit. I was gonna pay you, man. When there ain't an obvious profit in something, you're a hard guy to motivate. Also will Trevor auch noch zusätzlich. Alter! Blink wenigstens, Mann! So, was ich sagen wollte, dann will der Trevor wenigstens noch den. Ach, wenigstens. Den Brad auch noch aus dem Gefängnis holen. Zeitgleich, auch eine interessante Geschichte. Just went 13:30. We got 2 hours before we need to be in Murrieta Heights. Ups. So, in den Hubschrauber, gut. Do they call it a wasting disease, cause you waste people's time? Move it! Mike's observations fit with your scheme. So far, yeah. The security's internal rather than external. It's quiet enough that any disturbance is going to get picked up immediately. What those two don't know is there's a special team of cops on standby 24/7. So. Ich wollte nicht unbedingt durch das Gebiet da fliegen. Scheiße. Alter, ich hab den viel zu spät gesehen. Ach, verdammt. Ja, super. Ah. Verdammt. Das ist mir schon mal passiert. Kann passieren, ja. Okay, zweiter Versuch. Trevor, how are you doing? Well. Like clockwork, Mikey. Like clockwork. Be careful not to get too close to the prison. We'll trip an alarm. Good point. Don't want them jumpy for the breakout. Ah, yeah. Mike's observations fit with your scheme. So far, yeah. The security's internal rather than external. It's quiet enough that any disturbance is going to get picked up immediately. What those two don't know is there's a special team of cops on standby 24/7 waiting on a signal from the UD. Won't go out on any other call. And it's never been hit. Man, those guys must get bored. They may be cops, but they work for the government. There's nothing government workers love more than to accept tax dollars for doing nothing. Oh yeah, that's spying on innocent people. Getting paid to do nothing and spying on innocent people. Now, who does that remind me of? Anyway, if we want to hit the vault in a way that people will notice, the key will be to divert the security team. Divert it?
said they hold out for calls from the UD, and that's it. They do, so we'd have to hit it twice, once to distract them, and once to get it done. You're gonna find someone willing to get caught hitting a super bank just as a distraction? I was thinking Michael. It might appeal to his ego. Come in, Michael! We have a visual on the convoy! Keep with them, T. Do whatever Les needs you to do. So, drück auf den letzten Hammerzug. So. What kind of ambush spot are we looking for? I tend to wait in the jaw and catch them with their drawers down, but I guess that won't work here. No, it, won't. We're looking for somewhere with cover for us and no escape routes for them. Ah, the same principle as a men's room. Yeah, I guess. So, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt gleichzeitig auch noch fliege. Hoffe jetzt mal nicht. Obwohl ich ein bisschen das Gefühl habe, dass wir das doch nicht steuern. So, ich weiß jetzt gar nicht. Ach, wir verfolgen nur die Geldtransporter, um zu gucken. Ah, okay, man kann doch steuern, aber man muss vorsichtig lenken. Okay. What you thinking? I'm thinking I don't like being in close proximity to you for extended periods of time and the same for short periods of time. Oh, there's ways to make minutes go by. So. Meine Güte. So, dann da durch. I've lost sight of them. Think they might be in the tunnel. Don't worry, it's a straight road. They'll come out the other side. Now, go around. Meet them at the other end. I was hoping they'd come through here. This tunnel would work for a switch. They go in, you come out. Okay. Okay, they'll be back out in the open now. It'll have to be a quick turnaround, but you can hijack the trucks in there. So. I'm picking up the cars. Right on time. Hey, it looks like we're gonna need some IDs to get in the building this way. I'm assuming that's doable, Les. IDs I can handle. Onion 86 in sight. Stand by. Hey, I was expecting you 30 seconds ago. Tell that to the traffic. Alright. Onion 86 in the building. Okay. Now, if I remember from planning the tool store job, they're excavating the new LS Metro tunnel around here. They take us around the building and find the construction site. Roger that. Looking for a big asshole. Suchen nach dem einen Baustelleneingang. Okay. Flieg mal hier rum, ich habe jetzt gar keine Ahnung, wo der sein soll. Ach da, okay. Haben wir doch. Oder zumindest einen Baustelleneingang, ich habe keine Ahnung, ob wir... Alter! Okay, weil, Alter, Scheiße. Wer hat den Kran da hingebaut? So, okay, hier ist nichts. I need you to hold the chopper above it while I take a look. Okay. Bob, so I can shoot down into it. Moment, nicht. Alter, Kamera, Mensch. So, Moment. So. Jetzt haben wir gleich. So.
So. Gut, dann fliegen wir zurück zum Baustellen. Alter, dann sag das doch nicht. Nein. Hoch. Boah. Hab ich schon mal gesagt, dass das mit der Kamera manchmal ein bisschen schwer ist zu lenken. Ich mag zwar eine Action-Cam, aber wenn die so mitschwingt, so extrem, ich... So. So, und das war's wieder mit dem Trevor. Ach nee, ich muss mich jetzt zurück zum Flugplatz begeben. Alter, echt die ganze Strecke. So, ich finde es ein bisschen überflüssig, dass wir jetzt den ganzen Weg zurückfliegen müssen. Mann. Und wir fliegen mit dem Helikopter in der Luft. Das ist wie ein Kuchen mit einem besonderen Duft. Wir fliegen in der Luft. Und wir fliegen in der Luft. So, haben wir es jetzt. So, nur noch runter. So, ein bisschen nachjustieren. Das kann ja nicht schaden. So, dauert einen Moment. Ach ja, jetzt müssen wir erstmal die ganze Strecke landen. So, haben wir es jetzt gleich. So. Schwupp. We got two ideas. It's gonna take a while to get them together or work them up, but I think there's a way. It's not impossible. All right. I'll start thinking about the breakout too. Bradley Snyder. He's getting bored. Talk to Michael, okay? Goodbye. Ja. So, bestanden. Ausspähen des großen Dingens. Höhlenforscher, 1 Minute 25, okay. Unter der Brücke durch, haben wir auch nicht. Ich weiß nicht, warum man durch die Brücke muss. Tunnelblick, okay. Wahrscheinlich auch ein sehr ähnliches Problem. Warum sollen wir durch die Brücke fliegen, wenn wir das nicht müssen? Ach. Mache eine Mission noch mit mehr Gegenständen vertraut, also mit mehr Eigenschaften, die du erfüllen musst, als überhaupt notwendig ist, hier Mensch. So, aber wir sind schon wieder bei 34 Minuten, ich sehe es gerade, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und morgen geht's weiter und dann geht's weiter und dann erzählen wir dem, nicht jetzt, und dann erzählen wir dem Michael von dem eigentlichen Plan, der Trevor verfolgt, nämlich... dem Braid wieder rausholen aus dem Gefängnis. Den dritten Mann, den man am Anfang von GTA 5 gesehen hat. So, und bis dato wünsche ich euch einen schönen Tag und bis morgen. Ciao mit V.